Hey yo, herzlich willkommen. Wir haben heute eine Menge Sachen vor im PTU von 3.12. Jetzt fragt ihr euch, im PTU von 3.12 ist es doch schon live. Ja, es ist live, aber es ist auch gleichzeitig ein Hotfix auf den PTU-Servern. Das bedeutet, den checken wir aus und der hat auch ein paar kleine Sachen. Wir sind hier schon in der Constellation drin. Ich starte mal eben, damit ich ja nicht wieder eingelagert wird. Dann erzähle ich euch genau, was heute der Plan ist und auch was im PTU aktuell ja, getestet wird, was da los ist. Erstmal gucken wir, das ist Punkt 1, ob sich die Fahrwerke von der Constellation nach hinten fahren, wenn die sich einfahren. Weil das ist aktuell auf den Live-Servern leider nicht der Fall. Die Antwort ist, die fahren sich gar nicht ein. Okay, die hängen einfach draußen. What the actual fucking hell, was ist denn da los? Das frage ich mich auch. Ja, okay. Das lässt sich jetzt gerade gar nicht mehr einfahren. Haben wir das schon mal beantwortet? Das ist schon mal Punkt 1. So, jetzt zeige ich euch mal kurz auf Spectrum, was denn da so abgeht aktuell im PTU. Es sind keine großen neuen Features. Außer eine Sache für mich. Und zwar, das ist der Punkt hier, dass man, wenn man aus dem Quantum Drive rauskommt, man nicht mehr in dem Cooldown hat, feststeckt. Das ist für mich das beste Feature in 3.12, wenn man so möchte. Gab auch noch ein paar andere nette Kleinigkeiten. Aber das ist für mich durchaus toll. Das testen wir heute. Und der Plan ist jetzt, dass ich zwei Bounties mache, um den Bounty Progress quasi zu testen. Denn das ist ein Bugfix, der jetzt reinkommt. Aktuell live gibt es immer mal Bugs, dass keine Missionen mehr angezeigt werden. Dann werden wir einen Ursa Rover aufladen auf die Constellation. Werden danach eine Delivery-Mission machen. Und zum Schluss machen wir noch einen kleinen Scrap-Run. Also mach noch einen Cargo-Run hier mit der Constellation. Nur um generell mal ein bisschen das generelle Reisen und generelle Gameplay quasi zu testen. Das steht aktuell im Testing-Fokus. Deswegen machen wir das heute so. Und wir gehen dafür erstmal hier auf den Mission, auf den Contracts-Manager natürlich, um zu gucken, Bounty Hunting. Hier. Bounty Hunter Guild. Ich hoffe, das ist um Crusader rum. Oh. Ich glaube, wir werden hier gerade hart angegriffen. Ich beschleunige einfach mal, dann dürfte das Problem hoffentlich lösen. Wer weiß. So, wo müssen wir denn hin? Ja, um Crusader rum, wie es aussieht. Ach, das ist der Spieler hier direkt hinter uns. Ja, das habe ich gar nicht realisiert. Na dann probieren wir den doch mal kaputt zu machen. Wenn uns die Gelegenheit hier so ins Haus flackert. Das klingt nach einem Superplan, schreibt Knallstock. Finde ich auch. Finde ich definitiv auch. Und es ist eine Saber, die dürften wir auch kaputt kriegen, theoretisch. Weiß gar nicht, will die uns jetzt flüchten, weil erst hat sie uns angegriffen. Nö, jetzt flieht sie gerade nicht mehr. Na dann, Feuer frei. Die hält nicht lange durch. Oh nein, ein paar kleine Raketchen. Oh nein. Ah, die Schilde von der selber laden sich aber auch schnell auf. Sie hat ja drei Schilde, ne? Ist nicht schlecht. Aber lange hält sie das auch nicht mehr aus. Ja, wenn er natürlich wegfliegt. Wir kriegen ihn schon. Wir erwischen den. Oh, ich bin viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell. Jetzt habe ich zu sehr auf die Raketen geachtet. Wir auch mal ein paar Raketen abzufeuern. Was aber nicht so ganz funktioniert, wie ich das möchte. Sag mal, hat die ihre Flügel eingefahren? Das sieht so aus, als ob sie ihre Flügel so seitlich drin hat. So, da haben wir sie. Das hat. Hui. Also es war jetzt schon ein bisschen knapp, aber es hat letztendlich geklappt. Immerhin. War jetzt eigentlich nicht das genau, was ich testen wollte. Aber.
War auch schön. Muss man auch sagen. Okay. So, jetzt, ich glaube, jetzt müssen wir tatsächlich hier rüber. Na gut. Auf geht's. Da sehen wir uns gleich dort. Ah, das könnte natürlich ein genereller Bug sein, dass man gerade das Landing nicht einfahren kann. Weil das hat ja gerade die... Ich glaube, dieselbe hatte ihr Landing ja auch draußen, deswegen waren die Flügel noch eingefahren. Haben wir das also. Und was wir dann gleich sehen werden, hoffentlich, ist, dass wir nicht in dem Cooldown-UI quasi feststecken, sobald wir dort ankommen. So, wir kommen jetzt nämlich an. Wir nähern uns Hurston. Es geht voran. Wir hören jetzt auf, über Klonen zu reden. Lodern ist gut. Meint Lodern great again. Ja, das Wort, das verwenden wir echt zu selten in letzter Zeit. Noch aus dem uralten Pokémon-Let's Play der Insider. Lodern entstanden. Also als quasi nice oder cool. Ja, dass das lodert. Muss man mal wieder öfter sagen. Ja, man ist tatsächlich direkt aus diesem Cooldown-UI raus. Und sobald man aber den Quantum Travel wieder startet, sieht man das Cooldown-UI wieder. So sollte es schon vorher sein. Sehr gut, dass es jetzt so ist. Das ist wirklich richtig gut. Weil ich brauche diesen Cooldown ja nur zu sehen, wenn ich den Quantum Travel wieder starte. Ich hätte zwar trotzdem hier auch gerne meinen Flight HUD, während ich in dem Quantum Travel UI bin, aber sobald das dann überarbeitet wird und mit Buildings Blocks quasi gebaut, denke ich, haben wir das dann auch. Das, wie bei dem Mining UI, dass er jetzt quasi Vorreiter ist bei den Special UIs, nenne ich es mal. Wer unser Flug hat, das ist sowieso schon mit Building Blocks gebaut. Aber diese ganzen extra Sachen wie Scanning oder Mining oder Quantum Travel, das war bisher ja noch mit Flash gebaut gewesen. Also mit der alten Technik, ist egal. Alte Technik, Mining UI ist jetzt das erste mit der neuen Technik überarbeitet. Was ist denn mit dem Fahrwerk los? Ja, das fährt sich nicht ein. Das fährt sich jetzt gar nicht mehr ein. Aber das scheint, soweit ich das jetzt sehen kann, ein genereller Bug zu sein. Und das ist das beste Feature aus dem PTU, meiner Meinung nach schon. Also ich meine, es ist jetzt auch keine krassen Feature-Updates, aber das ist so eine Kleinigkeit jetzt mit dem aktuellen PTU ist, die einfach das Spielerlebnis verbessert. Weil was macht man die ganze Zeit in Star Citizen? Von A nach B springen. Andauernd. Und das war eine Sache, die hat mich schon so lange genervt, dass ich wirklich finde, dass es mit einer der besten Sachen in 3.12 ist. Und vor allen Dingen jetzt die beste Sache im 3.12 PTU. Wenn man mal von hoffentlich ein paar Crash-Fixes, Bug-Fixes quasi ausgeht noch. Okay, jetzt bin ich auch bei der Diskussion raus. Jetzt habe ich ein paar Nachrichten nicht gesehen und jetzt, und jetzt ist komplett Riot gegangen. Keine Ahnung. Ich steige jetzt nicht nochmal in die Zeitreisendiskussion. Wir haben jetzt bestimmt eine halbe Stunde über Klonen geredet. Und über KIs. Zeitreisen heben wir uns nochmal für einen anderen Tag auf, würde ich sagen. Aber es ist eine interessante Diskussion. In meinen Büchern kommen ähnliche Thematiken auch vor, sag ich mal. Geht da jetzt nicht zu sehr ins Detail. Ja, ich will ja die Leute nicht spoilern, die meine Bücher vielleicht noch nicht kennen oder sie vielleicht irgendwann nochmal lesen wollen. Ja. Hashtag Eigenwerbung. Kauft meine Bücher. Gut, was ist als nächstes auf dem Programm? Ach ja, Star Wars 8. Nein, Mordman. Nee. Black schreibt, ich wundere mich, wie solche Bugs mit dem Fahrwerk überhaupt passieren können. Der Star Citizen Code scheint ja so spaghetti-lastig zu sein. Ich habe das Gefühl, sie haben im letzten Jahr vor allen Dingen viel Zeit darin investiert, den Code ein bisschen aufzuräumen und die Prozesse ein bisschen zu streamlinen. Aber das hat noch nicht alle Ecken erreicht in Star Citizen. Ich habe das Gefühl, manche Sachen sind besser geworden. Aber ja, dass so random solche Sachen immer wieder passieren. Ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie was mit Programmierung gemacht hat, der weiß, da passieren gerne mal unerwartet irgendwelche Dinge, wo man sich denkt, wie ist denn das? Ich habe doch nur irgendwie einen Sprite ausgetauscht. Warum spawnen jetzt 4000 Feinde synchron? Und dann stürzt das Spiel ab. Das heißt, man checkt überhaupt gar nicht, dass die 4000 Feinde spawnen. Und dann checkt man, das Spiel stürzt ab, weil 4000 Feinde spawnen. Und dann checkt man, dass das wegen der Textur ist, die aus Versehen irgendwo anders angefordert wird. Dadurch wird irgendein Stück Code übersprungen. Und dann solche Sachen passieren einfach manchmal. Aber ja, Spaghetti-Code ist wohl auch ein Teil des Problems nach wie vor. Kann schon sein, ja. Denke ich. Weil RBTV-Tasse, gehörst du dazu? Nein. Ich wünschte es natürlich. Aber leider, ich bin ein großer RBTV-Fan. Ja, also ich bin seit Jahren riesiger RBTV-Fan. Aber
Ich gehöre leider nicht dazu. Falls du zu RBTV zufälligerweise Kontakte hast, ja, bitte sende mal meine Bewerbung ein. Ich mache alles. Ich bin Moderator, Videoschnitt, Sprachaufnahmen, Redaktion, Regie. Natürlich vorzugsweise Moderation. Okay, da ist es befriedigend. Das ist befriedigend, mit der ganzen Lächeln einfach schwache Feinde, schwache NPCs zu besiegen. So, wir gucken mal. Jetzt müssten wir theoretisch Aufträge weiter bekommen hier. Bounty-Aufträge. Wir probieren es. Jetzt machen wir so ein, zwei. Und danach machen wir mit dem nächsten Segment quasi weiter. Mit dem nächsten Testsegment, wenn man so möchte. Ich gehöre nur zu den Illuminati. Das ist auch nicht schlecht. Geo. Vielleicht kannst du ja über die Illuminati mir einen Job bei Rocket Beans, bei den Rocket Beans verschaffen. Ja? Also lass da mal deine Kontakte spielen. Ja, Geo, keine Sorge. Der Stream wird es nicht weiter sagen. Modman gehört offenbar auch dazu. Ja, Putzkraft? Meinetwegen, ne? Ich hab schon als Putzkraft gearbeitet. Nicht als reine Putzkraft. Und ich habe auch in meiner Zeit so, in meinen diversen Tätigkeiten schon Putzkräfte kennengelernt. Die sind teilweise halt mega, mega cool. Die eine fand ich mega. Die hat nachts sauber gemacht und ist dann immer durch die Örtlichkeit quasi getanzt und hat so ein bisschen mit ihrer Tochter telefoniert oder so. Das war aber richtig cool. Das war richtig cool. Die war auch immer gut gelaunt da und die kam an. War echt korrekt. Da konnte man sich auch gut unterhalten. Mutter schreibt, naja, das wäre dann ja auch nur eine neue Realität mit anderer Zeit. Okay, das geht um Zeitreisen. Ich bin raus. Für heute bin ich raus. Mach den Job, den du feierst. Ja, ist jetzt nicht in dem Fall, ich will jetzt keine Putzkraft sein. Das ist schon nicht die Sache, die meine Leidenschaft triggert. Aber hey, bei den Rocket Beans vielleicht. Ich putze dann auch immer nur da, wo die gerade Live-Shows aufzeichnen und so. Wo die gerade live sind und so, damit ich immer so im Hintergrund bin. Das ist gut. So schmuggelt man sich so langsam aber sicher rein. Ich lasse mir so extra auch so Raisin-T-Shirts drucken, damit ich auch gleichzeitig noch für Raisin Werbung mache. Ich flieg dann so nach zwei Tagen auch wieder raus, einfach komplett. Ja, ich glaube, für Ernsthaftigkeit taugt ein Chat auch nicht. Doch, ab und zu schon mal. So, das Ding ist, wir haben leider immer noch das Problem, dass die Bounties ewig nicht spawnen. Das ist nach wie vor ein bisschen schade, weil sonst könnte man hier noch mal ein bisschen flüssiger Spaß haben. Aber ich denke, vielleicht unterschätzt der eine oder andere auch, was das für eine Bedeutung hat in der Zukunft, dass jetzt, also diese kleine Sache, dass man nicht mehr ewig in diesem Downcool UI quasi feststeckt. Man kann sofort in den Kampf. Und sobald die Bounties hier auch sofort da sind und wieder spawnen, kann man wirklich hinfliegen, man ist direkt im Kampf, man schießt direkt los, man trifft und man hat Spaß. Und jetzt stell ich mal vor, wie schnell man das macht. Und das hat dann natürlich auch einen Einfluss darauf, wie viel Geld man potenziell verdienen kann. Und selbst wenn sie das wieder runterbalancen oder so, macht es trotzdem mehr Spaß, weil man nicht warten muss. Man wartet so viel Instant Citizen, dass jede Ecke, an der sie ein paar Sekunden einspannen, einen wirklich enormen Unterschied macht. Vor allen Dingen bei den Tätigkeiten, die man in Dauerschleife macht. Sowas wie Fahrstuhl fahren. Unnötig lange Wartezeit. Warum müssen die Fahrstühle so lange fahren? Und ich weiß dann wieder, ja, Realismus und so. Die Fahrstühle, die bewegen sich nicht realistisch. Die bewegen sich auch nicht realistisch. Warum dann eine ewige Wartezeit? Ja, das nützt nichts. Klar, ein bisschen sollten die schon brauchen, aber müssen die jetzt wirklich die 1,5 Kilometer mit einem Meter pro Sekunde überbrücken? Meiner Meinung nach nicht. Sie sind ein bisschen schneller als das. Ich finde aber, da kann man dann ruhig ein bisschen in Richtung, ja. Also selbst wenn, das ist okay, wenn es später in diese Richtung geht und das alles nochmal ein bisschen langsamer wird, aber halt aktuell, wo man sehr oft respawnen muss, sehr oft Bugs passieren und so weiter, können sie an der einen oder anderen Stelle schon den testenden Spielern entgegenkommen, bis die Stabilität da ist. Genau dasselbe gilt ja auch für die aktuellen Spawnzeiten. Prinzipiell okay, das nicht, wir nehmen ein anderes Bounty an, prinzipiell okay, dass das Claimen von Schiffen länger dauert und es sollte auch noch viel länger dauern später, aber ja, aktuell halt noch nicht.
beim aktuellen Stand der Stabilität. Das ist zumindest meine Meinung. Da kann ja jeder gerne auch was anderes sagen. Ja. Okay, es geht hier komplett ab mit der Zeitreisendiskussion. Und ich komme nicht in... Da, jetzt. Sehr schön. Das sind auch alles Sachen, wo ich denke, das könnte man wesentlich angenehmer gestalten. Indem man quasi einfach sagen würde, während man den Auftrag annimmt, kann man direkt sagen, Auftrag annehmen und Quantumkurs dahin bestimmen. Da drückt man also dann nur einmal drauf, hat direkt die Route und kann direkt losfliegen und muss nicht noch in eine andere App und sich den Kurs nochmal überlegen. Die Möglichkeit sollte es natürlich weiterhin geben, dass man manuell den Kurs bestimmt, wenn man irgendeine bestimmte Route fliegen will. Problem ist, man kann aktuell keine Routen nochmal speziell separat ziehen. Man kann einzelne Punkte auswählen, die anspringen, aber man kann ja noch keine Routen planen oder sowas. Von daher vollkommen okay, wenn man einfach direkt dahin springt quasi. Okay, es ist okay, Füße zu kaufen. Füße zu kaufen, was? Fahrstühle wie in Star Trek. Ja, die Turbolüfte. Die haben ja extra nochmal Turbo im Namen. Die sind schnell. Die sind schön schnell. Ja, poste ruhig alles in die Vorschläge, Modman. Was du da an verrückten Ideen noch für den Stream hast. Ich überlege gerade, ist die Constellation noch ein bisschen träger geworden? Oh! Ich habe jetzt so gerade, wo ich hier so ein bisschen durch das Asteroidenfeld fliege. Nee, das weiß ich gerade wirklich nicht. Aber ich habe das Gefühl, sie sind noch ein bisschen träger eigentlich. Aber das kann auch rein subjektiv sein, wirklich gerade. Oh, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Wir haben da eine Seite verloren. Obwohl, da sind gar keine Thruster dran nochmal extra. Doch, da sind Seitenthruster dran. Aber kann es ein bisschen daran liegen. So, das machen wir noch hier, das Bounty. Das muss schon noch sein. Mit Turbo ist alles besser. So wie zum Beispiel New Kids Turbo. War das der erste Film von den New Kids? Die hatten ja zwei Filme. Einmal Turbo, einmal Nitro. War Turbo der erste oder war Nitro der erste? Aber das ist ganz gut für die Leute, die vielleicht gerade auf YouTube denken, ach, das, was der Raisin da sagt, ist mir zu langweilig. Ich drück mal kurz auf Mute und lese mir einfach mal den Chat durch, was da abgeht. Und auch, das kann ich natürlich gerade nicht, alles in den Chat, in den Stream mit einbeziehen, beziehungsweise alles durchlesen, weil da bin ich jetzt schon raus bei der Diskussion. Und da ist unser Feind. Bum, 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 bum. Der Stalker. Avenger. Das ging durchaus schnell. So, jetzt sehen wir uns gleich bei einem Planeten wieder, wo ich versuche, ein Fahrzeug einzuladen. Haha, wir sind in einem Ursa Rover. Ist das nicht wunderschön? Haben wir ein Licht? Wir haben ein Licht. Also, auf geht's hier. Oh, upsi. Hab ich aus Versehen falschen Knopf gedrückt. Ich steuere mal in der Ansicht, so wie man das macht. Und jetzt holen wir einfach. Ich habe entschieden, wir holen nur ein Paket ab, weil uns geht es ja sowieso nicht ums Geld. Ich will einfach nur mal grundsätzlich schauen, wie sich das so spielt. Aber wir holen jetzt nicht auf drei Planeten drei Pakete ab. Wir liefern direkt das eine ab, was es hier gibt. Und das reicht uns für heute. Und dann machen wir noch einen Cargo Run. Mit der Constellation. Und zwar will ich wirklich was Spannendes probieren. Also ich finde es spannend. Ich habe da Bock drauf. Und zwar, ich versuche den Ursa quasi so weit am Rand wie möglich zu parken und dann Fracht einladen zu lassen. Und ich hoffe sehr, dass es mir so eine Reihe Fracht vor den Ursa Rover setzt. Das ist zumindest mein Ziel. Das probiere ich zu erreichen. Ich hoffe, das klappt. Oh, ich muss... Ich habe sogar geschafft, noch auf Mute zu drücken. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich entwickle mich zu einem richtigen Profi, habe ich das Gefühl. Moin aus Friese. So. Was haben wir da? Package 946543.
Wunderbar. Genau das habe ich mir neulich auch bestellt. Ich habe mir neulich auch ein Package 945673 bestellt. Nein, 946543. Wisst ihr, manchmal werde ich komisch angeguckt, weil ich meine Postnummer auswendig kann. Aber ich finde das so praktisch, wenn ich was von der Packstation abhole und ich muss nichts rausholen. Ich kann auch mein Portemonnaie theoretisch vergessen haben. Und dann kann ich einfach zur Packstation gehen und das direkt dort eingeben. Und dann Postnummer eingeben, PIN eingeben, den merke ich mir dann meistens auch einfach direkt. Und dann ist man da voll cool, weil man. Und dann ist da immer der alte Mann, der nach einem kommt oder der vor einem schon dasteht und so irgendwie das nicht hinkriegt. Oder manchmal muss ja nicht immer ein alter Mann sein. Aber meiner Erfahrung nach sind es meistens ältere Herren, die dann davor stehen und versuchen das irgendwie dann Paket da rauszuziehen. Und das dann lustigerweise, manchmal, also das ist mir wirklich schon mehrfach passiert, dass ich dann einfach davor stand und die haben es einfach aufgegeben. Die versuchen, was ja traurig ist und so, ich helfe dann auch gerne. Weil manchmal ist es wirklich einfach so, die haben sich gar nicht dafür entschieden und die Post hat es vielleicht dahingestellt. Oder sie haben nicht gewusst, was sie machen oder irgendwas. Oder sie wollten es mal ausprobieren und haben es nicht ganz hingekriegt und dann helfe ich auch gerne. Ich deaktiviere mal kurz die Waffe. Aber es ist halt dann schon irgendwie lustig, weil es wird ab dem Punkt blöd, wo sie keine Hilfe annehmen und dann trotzdem eine halbe Stunde das Ding blockieren. Das hatte ich auch schon. Ich hatte auch schon jemanden, der wirklich auf einen Zentimeter vor der Packstation mit seinem Auto geparkt hat. Das hat mich wütend gemacht. Das glaube ich gar nicht. Egal. Worauf wollte ich hinaus? Ach ja, genau. Und dann kommt man da selbst hin und gibt so seine Nummer ein, holt das Paket raus und geht wieder. Und so mega, mega schnell. Und dann fühlt man sich immer ein bisschen gut, weil man so denkt, so, ich hab... Zumindest, ich habe nicht viel im Leben erreicht. Aber immerhin das. Sag mal. So. Irgendwie hat mein Hotkey für die Kamerabewegung gerade nicht so ganz funktioniert. Ich will ja jetzt wirklich auf Anschlag quasi parken. Deswegen versuche ich ja wirklich ganz eng über der Außenperspektive da dran zu kommen. Ein bisschen nach hinten müssen wir noch. Und dann hoffe ich sehr, dass da... Ja, das dürfte reichen. Jetzt müssen wir es natürlich noch schaffen, dass der Urza auch wirklich lebendig nach oben kommt. Ich nehme das Paket lieber mit raus. Ich nehme das Paket lieber. Und das machen wir am besten auch gleich von oben. Es gibt da einen Trick, wenn man alleine ist, wie man das probieren kann. Dass der Urza nicht komplett rumbackt. Es gibt zwei Tricks. Entweder man klickt auf reinfahren und setzt sich dann ganz schnell rein. Oder man wiggelt den so hoch langsam. Wupp, wupp. Wir sind übrigens gerade auf Aberdeen, für die Leute, die es vielleicht interessiert. Nur gerade dunkel. Ich find, ja, generell ist es natürlich schöner, wenn es hell ist. Meistens. So, sicher abgestellt. Bitte geh auf Tür. Bitte geh auf. Danke. Und jetzt gebe ich hier mein Bestes. Okay, dann machen wir es vom Cockpit aus. Okay, es ist die Constellation. Ich habe das Gefühl, sie wendet sich gerade gegen uns. Und ich weiß nicht genau, warum. Ich zeig's bei die U-Preet. Und teste verschiedene Sachen. Okay. Wünscht mir wirklich Glück. Dass jetzt alles klappt, ohne Explosion oder alles. Sieht gut aus. Man muss quasi immer rein und raus wiggeln. So ganz langsam. Oh, oh. Ach, freue ich mich auf den Tag, an dem das mal ohne Probleme gilt. Vor allen Dingen, weil die Constellation hat so viele Klappen, das geht so die ganze Zeit überall an, auf zu. Es scheint funktioniert zu haben. Leute, ich habe ehrlich gesagt zu viel Angst. Ich glaube, wir droppen das Paket jetzt gar nicht. Ich glaube, ich fange sofort an mit dem letzten Test noch, den ich noch machen will. Alter, die Constellation, die dreht sich immer so lustig. Also wir sehen uns dann gleich bei der Raumstation, wo ich es einlade, das Zeug.
So, okay, das dürfte ja jetzt funktionieren. Ich denke, wir haben so ziemlich den Optimalfall erreicht. Also natürlich, so ginge der natürlich nicht schadenfrei raus. Aber einfach durch Zufall haben wir jetzt nochmal ein bisschen mehr Platz hier hinten. Und ich bin gespannt, wie viel Fracht man quasi noch in die Constellation bekommt. Auch wenn der Ursa Rover drinsteht. Nicht, dass ich das empfehlen würde oder dass das in irgendeiner Form sicher ist. Und man kommt ja auch so nicht mehr in den Ursa Rover rein, weil die Seite ist blockiert durch den Frachtraum quasi, durch die Form des Frachtraums. Und hinten ist der dann blockiert durch die Fracht. Theoretisch bekommt man, wir gucken dann, ist da vielleicht Platz, um den andersrum reinzustellen. Der hat hier vorne diese, der läuft ja spitz zu. Da kann er ein bisschen, hat er ein bisschen Überhang. Aber ich nehme an, ungefähr so viel würde auch reinpassen, wenn man ihn andersrum reinstellt. Das guck mal dann. Also ich bin super gespannt. Meine erste Reaktion war jetzt natürlich zum Cargo Center zu fahren. Ist natürlich, ich bin doof, Leute. Ich bin doof hier an der Stelle. Weil natürlich ist nicht das Cargo Center der Ort, wo man Sachen ins Schiff einlädt. Das ist natürlich Denkfehler meinerseits. Natürlich geht man zur Galeria und da zum Admin Office, so wie es immer war. Ja, also, das tut mir sehr leid. Da hätte ich jetzt fast einen schlimmen Fehler begangen, der natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat, dass CIG gesagt hat irgendwann mal, dass man beim Cargo Center zukünftig alles mit Fracht macht. Nein, natürlich macht man das hier. Da. Und dann ist alles gut und alles richtig. Ich bin wirklich gespannt. So, Constellation Andromeda. 12 SCU sind noch frei. Black Stalker, vielen Dank für deinen Follow. Wir packen da jetzt Scrap rein. Ich bin 12 SU. Das müsste nur eine Reihe sein, tatsächlich, oder? Die drei hoch? Müssten zwei Reihen sein. Oder wie hoch stapelt das? Vier? Drei? Drei stapelt das doch hoch, oder? Jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir gehen direkt wieder rein. Wenn es geklappt hat. Hat es geklappt? Ja. Nein. Hat es nicht. Nächster Versuch. Wir warten. Okay. Server Error. Okay, es scheint geklappt zu haben. Beim ersten Mal schon. Alles gut. Alles gut. Diese Zitate. Also wir sehen uns gleich bei der Constellation wieder. So, wir sind wieder zurück bei der Constellation. Ich gucke erstmal von oben rein, bevor ich den Ursa nochmal nach unten fahre hier. Weiß nicht, ob ich das riskieren möchte. Und wir sind alle gespannt. Voller Spannung öffnet sich diese Tür. Damit hat niemand gerechnet. Niemand hat damit gerechnet, oder? Das ist ja genial. Das ist ja... Warum komme ich nicht rein? Das ist ja genial! Das ist fantastisch! Ich liebe es! Das ist das Beste, was Citizen hier gemacht hat. So kann man noch einsteigen. Und jetzt frage ich mich echt ein bisschen, ist das gewollt? Ist das tatsächlich gewollt? Ist das irgendwie so ein kleines Programmierding, wo jemand gedacht hat, warte mal, wenn if Ursa Rover guckt in diese Richtung, dann... Bitte lass diesen Pfad frei. Oder ist das irgendwie... Also wie kam das zustande? Wie kam exakt dieses Szenario hier zustande? Warte mal, da drüben müsste doch das zum Runterlassen sein, ja. Runter dürfte halbwegs gut gehen. Okay. Ich liebe es. Es ist so lustig. Da ist er weg. Da ist er weg. Da hat er keinen Bock. Und ich habe Parking Violation bekommen. Sehr gut. Sehr gut. Das ist das perfekte Ende für dieses Let's Play. Auf Twitch geht's jetzt noch weiter. Und lasst mir gerne ein Like da. Ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.